Oliver, du hast dich in deinem neuesten Buch als Co-Autor mit der Frage beschäftigt, inwieweit die Geschlossenheit der Union sich verändert haben könnte, auch mit der Kanzlerin, mit ihrer Politik, die dahinter steckt. Und das Ganze wird ja ein ganzes Stück weit getragen, eigentlich idealerweise in der Politik, würde man sagen, von Werten, von Zielvorstellungen, von Zukunftsvorstellungen, auch von langfristigen Ideen und da natürlich ganz klar bei der Union vom Konservatismus getragen, der ja in den letzten Jahren doch sich irgendwie ein Stück weit gewandelt hat. Und Merkel scheint das aber, so die Kritik, so die gängige Kritik aus Medien, aber eben auch aus der eigenen Partei heraus, sehr, sehr stark, dass sie eben diesen Konservatismus überhaupt nicht mehr deklinieren kann, sie ihn entkernt hat und quasi somit die Partei natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen hat, weil sie selbst überhaupt gar keine Vorstellung davon hat, was Konservatismus bedeuten könnte und damit eben auch die Partei nach und nach hinter sich verlieren könnte, eben sowohl in der eigenen Zustimmung als auch in der öffentlichen Zustimmung. Würdest du dem so zustimmen oder ist das einfach nur eine Kritik, die einfach immer wiederkehrt, weil man die Kanzlerin anders gar nicht greifen kann? Im Kern ist das, was wir im Moment bei der CDU erleben, eigentlich nichts anderes als eine dieser typischen Volksparteienkrisen. Die Partei verliert Mitglieder, die Partei hat nicht mehr die Wählerzustimmung, die man gerne sozusagen als Volkspartei hätte, 40% plus X. Und insofern geht es dann darum, dass man nach Auswegen, nach Möglichkeiten aus dieser Krise findet. Man sucht die in erster Linie in programmatischen Punkten, Ausrichtungen, bei welchen Wählern will man punkten. Und da gibt es im Kern zwei Lager, die einander gegenüberstehen und die beide glauben, sie hätten für sich die Lösungsvariante gefunden oder zumindest sich dieser Lösung angenähert. Das ist zum einen eben ein eher traditionell konservatives Lager, das eben davon ausgeht, dass die CDU klassische Werte in der Familienpolitik, in der Wirtschaftspolitik aufgibt. Und es gibt eben dann dieses eher, ich würde es nennen, modernistisches Lager. Also die Führungsriege der Partei unter Angela Merkel, die eben versucht, neue Wege zu bestreiten, um durch eine flexiblere und offenere Familienpolitik oder für neue Lebensformen eintreten. Versucht hier sozusagen sich an die sich wandelnde Gesellschaft wieder anzupassen. So wie du jetzt die CDU beschrieben hast, gibt es ja durchaus jetzt also ein starkes, aber eben auch stark kritisiertes Modernisierungslager auf der einen Seite und ein scheinbar in seinen Werten, Ideen, Vorstellungswelten entkerntes konservatives Lager. Was wäre jetzt die Lösung für die Partei, für die Volkspartei CDU, da wieder ein Weg in die Zukunft aufweisen zu können? Also am dringlichsten ist es für die Partei zunächst einmal, sich von der Illusion, noch einmal Volkspartei werden zu können, wie man das eben früher war, zu verabschieden. Dagegen müssen eben klar fundierte Werte statt einer breiten Sammlungsbewegung ins Zentrum gestellt werden. Und die Union hat ja mit dem christlichen Fundament eine Wertebasis, die sehr, sehr gut als ein Markenkern der Partei fungieren kann, die auch in gesellschaftlichen Gruppen mehrheitsfähig ist, weil eben unsere Gesellschaft stark auf christlichen Werten aufbaut, unabhängig davon, ob man nun der regelmäßige Kirchgänger ist oder nicht. Und das ist sozusagen ein Weg oder ein möglicher Weg, den die CDU bestreiten könnte, um aus diesem Dilemma, in dem sich die Partei derzeit befindet, befreien zu können.